Der FC Bayern hat seine überragende Saison mit dem Champions League-Sieg gekrönt. Im deutsch-deutschen Finale im Londoner Wembley-Stadion besiegten die Münchner Borussia Dortmund 2:1, 0:0. In München, aber auch in anderen deutschen Städten und in London jubeln zehntausende Fans des FC Bayern, mehr im Fanlife-Ticker hier. Es lief die 89. Minute im Finale. Die 90.000 Zuschauer im Stadion hatten bereits ein packendes, intensives und vor Höhepunkten nur so strotzendes Endspiel gesehen. Zwei Tore gab es bis dahin, eins für Bayern, eins für Dortmund. Dann kam Arjen Robben. Der Niederländer hatte bereits mehrere hochkarätige Chancen vergeben. Doch das kümmerte ihn nicht, als er sich durch die BVB-Defensive dribbelte und vor Roman Weidenfeller auftauchte. Robben blieb ruhig, legte den Ball am BVB-Keeper vorbei und traf zum 2:1, die Entscheidung des Endspiels. Dortmund konnte nicht mehr zurückkommen, und der FCB feierte in seiner dritten Finalteilnahme innerhalb von 4 Jahren den ersehnten Triumph. Mario Mandzukic hatte die Münchner in Führung gebracht, 60. Ilkay Gündogan per Elfmeter ausgeglichen, 89. 5. Titel für die Bayern. Für die Münchner ist es bereits der 5. Erfolg im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. 2001 hatte der Klub zuletzt die Champions League gewonnen, zuvor gab es noch 3 Siege im Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, 1974, 1975, 1976. Bei Dortmund war Marco Reus für den verletzten Bald-Bayer Mario Götze ins zentrale offensive Mittelfeld gerückt, auf der linken Seite begann Kevin Großkreuz. Bei den Münchnern spielte Jerome Boateng in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Dante. Im ausverkauften Wembley-Stadion hatte der BVB durch Robert Lewandowski die erste Chance, den Schussversuch des Angreifers konnte Dante aber zur Ecke klären, 3. Schnell wurde deutlich, Dortmund sollte in den Anfangsminuten das klar dominierende Team sein. Immer wieder eroberte der BVB die Bälle im Mittelfeld, setzte die Münchner Verteidigung früh unter Druck. Die Bayern zeigten sich beeindruckt und wackelten gehörig, bei Jakub Laszczykowskis Schuss musste Münchens Keeper Manuel Neuer jedoch noch nicht eingreifen, denn der Versuch ging knapp über das FCB-Tor, 10. Neuer bewahrt Bayern vor frühem Rückstand, doch dann geriet der Münchner Schlussmann unter Beschuss. Erst parierte er einen Versuch aus der Distanz von Robert Lewandowski, 14. Dann schoss Laszczykowski Neuer aus 5 Metern an, 15. Auch bei den Schüssen von Marco Reus, 19. und Sven Bender, 21. musste er eingreifen. Und die Bayern-Offensive? Er spielte sich in der 26. Minute durch Mario Mandzukic ihre erste Großchance, der Angreifer köpfte Richtung BVB-Tor und einzig einer Glanztat von Dortmunds Keeper Roman Weidenfeller, der den Ball an die Latte lenkte, war es zu verdanken, dass die Münchner nicht überraschend in Führung gingen. Bayern war auf einmal im Spiel. Und wie? Nach einem langen Pass von Thomas Müller stand Robben plötzlich frei vor Weidenfeller, konnte den Ball aber nicht an ihm vorbeilegen, 29. Auf der anderen Seite musste Neuer gegen Lewandowski ebenfalls retten, 35. Kurz vor der Pause kam Robben erneut frei vor Weidenfeller zum Schuss, diesmal traf er den BVB-Keeper im Gesicht, 43. Beim Gang in die Kabine konnte man dem Niederländer gut ansehen, dass er mit seiner Torausbeute nicht zufrieden war. Verständlich. Dante verursacht Elfmeter. Die zweite Hälfte begann deutlich gemächlicher als der erste Durchgang. Zwar ließ die Intensität kaum nach, doch aufregende Strafraumszenen gab es zunächst keine. Das änderte sich in der 60. Minute schlagartig, nach einem Doppelpass mit Frank Ribéry legte Robben den Ball quer, und Mandzukic konnte aus wenigen Metern unbedrängt einschieben. Doch die Führung hielt nur 8 Minuten, nach einem überharten Einsteigen von Bayerns Dante gegen Reus im eigenen Strafraum entschied Schiedsrichter Nicola Rizzoli zu Recht auf Strafstoß. Ilkay Gündogan trat an und erzielte ausgerechnet im Endspiel sein erstes Tor im laufenden Wettbewerb, 68. Dante hatte Glück, dass er für die Aktion nicht die gelb-rote Karte sah. Die Partie war nun wieder völlig offen und die Zuschauer bekamen auch wieder hochkarätige Torkanzen zu sehen. Doch erst schoss BVB-Verteidiger Mats Hummels über das Bayern-Tor, 70. Dann rettete Neven Subotic in höchster Not vor dem herannahenden Robben, 72. Kurz darauf war es Weidenfeller, der bei einem Fernschuss von Alaba rettete. Und auch bei Bastian Schweinsteigers Versuch vom Strafraumrand parierte er stark, 87. Es folgte Robbens wichtigster Auftritt an diesem Abend, nach starker Vorarbeit von Ribéry drang er in den Strafraum ein, Hummels und Subotic grätschten vorbei, und der Niederländer traf.